es heißt ja Volksrock'n'Roll, also es ist jetzt doch eher im Rock'n'Roll angesiedelt als im Schlagerbereich. Von daher gilt es natürlich hier so diesen Spagat zu schaffen zwischen eben, ja, doch ein wenig rockig das Ganze, aber auch doch wieder allgemein verträglich, weil wir haben ja Publikum hier von, ich sage jetzt einmal, 7 bis 70 und naja, denen soll es allen gefallen am Ende des Tages. Wir haben hier alles von Meyer Soundhängern, also wir haben hier Micas und Milos und Melodies und UPAs und HP 700 Subs und was weiß ich noch alles. Also ich kümmere mich auch nicht so wirklich darum. Ich habe zum Glück einen sehr, sehr guten Systemtechniker, der hier jetzt an der Seite für die Kamera nicht sichtbar, gerade hämisch grinst, weil ich hier im Interview bin, aber der macht einen sehr, sehr guten Job und ich brauche mich eigentlich um die PA nicht wirklich zu kümmern und bin eigentlich mit dem Ergebnis immer ganz zufrieden. Macht dann schon das Setup und so alles selber, also einmessen, einstellen, alle Zeiten korrigieren, EQing, das mache ich dann selbst, aber ich kriege jeden Tag wirklich ein sauberes System schon mal in die Halle gehängt und das ist sehr, sehr viel wert. Die Avid-Konsole habe ich mir definitiv auch gesucht. Das ist auch meine, die habe ich auch mitgebracht. Und es ist nach wie vor seit vielen Jahren eigentlich schon meine absolut erklärte Lieblingskonsole. Denke auch hin und wieder über das eine oder andere nach, aber wüsste eigentlich nicht, welche Konsole mir im Moment besser zu Gesicht stehen würde als die Avid. Es hat sehr gute Mic-Preamps, es klingt von Haus aus schon einmal sehr gut. Es hat eine gewisse analoge Wärme im Klang. Es klingt nicht ganz so digital, es lässt ein sehr analoges Feeling beim Arbeiten zu. Also ich kann hier schon ganz gerne einmal so ein wenig mit den Gains ins Rote fahren, ohne dass es unangenehm wird. Das EQing hat ein sehr analoges Feeling. Und was natürlich ganz, ganz toll ist, ist diese ganze wunderbare Plugin-Welt, die sich hier eröffnet mit den TDM-Plugins, die ich auch reichlich verwende. Wir haben zum Glück hier Gott sei Dank freie Wahl und sind nicht an irgendwelche Deals oder sonstige Sponsorships gebunden, was Mikrofone betrifft. Das heißt, wir konnten hier eigentlich quasi frei wählen und so meine Favorites sind hier eindeutig mal DPA und Shure gepaart mit ein paar Audixen und das ist eigentlich so die Mischung, mit der wir hier ganz gut klarkommen, sowohl für die PA als auch fürs In-Ear-Monitoring, was ja auch ein wesentlicher Faktor ist. Audix habe ich einmal auf alle Fälle ein D6 in der Bassdrum, das ist noch immer, auch seit vielen Jahren, mein Lieblingsmikrofon. Ich kann hier mit einem Mikrofon eigentlich einen guten Sound rausholen, bin nicht so der Fan von diesen zwei Mikrofonen, einmal Grenzfläche, einmal Großmembran oder so wie es auch viele machen, weil das doch wiederum einiges an Phasenschweinereien produziert, also mir ist ein Mikro da drin lieber und da macht das D6 einfach einen guten Job und habe mittlerweile, wo habe ich es noch, diverse Kondenser habe ich im Einsatz von Audix, die auch eigentlich sehr praktikabel, unauffällig, einfach gut arbeiten. Auf die Gefahr hin, dass ich mich zu Hause unbeliebt mache, was ich ja ohnehin schon bin, aber das Arbeiten ist in Deutschland professioneller.